Heute möchte ich euch mal zeigen, wo ihr die Tidendaten herbekommt, sprich die Daten von Ebbe und Flut für eure Angelstellen. Viele Angler richten sich danach, wann ist die Flut oben? Man sagt da immer so 2 Stunden bevor die Flut oben ist, bis 1 Stunde nachdem sie oben ist, ist die beste Beißzeit. Kann ich bei manchen Fischarten bestätigen, Seehechte zum Beispiel, aus meiner Erfahrung richten sich tatsächlich danach. Die wissen ganz genau, wann die Flut kommt, wann kommt da das sauerstoffreiche Wasser mit den feinen Partikeln. Das ist ein ganz einfaches Prinzip, der kleine Fisch frisst die Partikel, der mittlere Fisch frisst den kleinen Fisch und der große Seehecht frisst den kleinen und den mittleren Fisch. Bei anderen Fischarten konnte ich es nicht so feststellen, Leng und Lump zum Beispiel, entweder beißen sie oder beißen sie nicht. Haben wir jetzt nicht wirklich einen Unterschied feststellen können, ob wir nur bei Ebbe oder Flut angeln. Und wenn man wie wir dann doch mal 8, 9 Stunden teilweise am Stück draußen bleibt, dann naja, macht es halt keinen Unterschied, ob Ebbe oder Flut. Wenn ihr aber eure Angelei danach mal ausrichten möchtet, dann zeige ich euch jetzt, wo ihr die Daten herbekommt. Aus meiner Sicht die wohl beste Adresse kartwerket.no, da kriegt ihr es direkt von der Quelle. Die Seite ist auf Norwegisch, ihr könnt hier aber zumindest auf Englisch umstellen. Deutsche Version meines Wissens gibt es die noch nicht. Da könnt ihr jetzt direkt suchen lassen nach den Tidentabellen. So. Einmal rauf und dann sind wir auch schon da. Jetzt habt ihr 2 Möglichkeiten. Ihr könnt euch die gesamten Tidentabellen für Norwegen runterladen. Das machen wir mal schnell. Da habt ihr jetzt für 2021 die gesamten Tidentabellen für alle Standorte. Ich gehe jetzt mal am... Ich habe mir das vorher schon mal angeguckt, deshalb bin ich jetzt ein bisschen schneller. Wir gehen jetzt mal nach Bergen, weil von Bergen aus kann ich die Tide für Wartheim, Høyanger und den Rest vom Sognefjord errechnen. Bergen wäre hier die 58. So, das sind die Tidenkarten für Bergen. Jetzt seht ihr hier den Tag, also Monat, Tag und dann Tide. Hier zum Beispiel 1. Januar 0 Uhr 1 bei 1,50 Meter höchster Stand, 5 Uhr 52 bei 47 cm niedrigster Stand. Da könnt ihr für das ganze Jahr euch das anschauen. Jetzt werden die wenigsten natürlich im Hafenbecken in Bergen angeln, sodass wir eine kleine Korrektur vornehmen müssen. Wenn wir zum Beispiel nach Høyanger wollen. So, da gibt es zu jeder Station, hier auch zu Bergen, so eine Korrekturliste. Hier Høyanger minus 10, das heißt, ihr müsst für die Daten von Høyanger 10 Minuten abziehen von diesen Daten, die ich euch gerade gezeigt habe. Wenn es also um 12.20 Uhr in Bergen oben ist, das Wasser, dann ist es in Høyanger schon um 12.10 Uhr oben, wobei das keinen so großen Unterschied machen dürfte. Zweite Variante, die ist hier, da ist sie. Ihr könnt euch direkt anzeigen lassen. Wartheim nehme ich jetzt zum Beispiel mal, der Einfachheit halber. Wartheimsfjord. So. Dann zeigt er euch hier die Liste für Wartheim an. Da könnt ihr jetzt hier auch, wenn ihr meinetwegen im, was weiß ich, vom 3. Juli bis zum... Oh, 2. August wäre schön, mal einen schönen Monat Urlaub machen würdet. Dann zeigt euch für diese Zeit an in Wartheim, hier zum Beispiel Sonntag, 4. Juli, 1 Uhr nachts sind wir ganz unten, also in der Ebbe und um 7.09 Uhr sind wir oben in der Flut. So könnt ihr das praktisch für alle Orte in Norwegen euch frei zusammenstellen und hier unten müsste es kommen, genau, auch ganze Listen downloaden. Ein wunderbar sonniger Morgen am Wartheimfjord. Sind jetzt hier so 20 Minuten an der Angelstelle. Der allseits bekannte Felsen hier vorne. Er hat jetzt hier gerade einen schönen rabiaten Biss. Kompromisslos runtergegangen. Die Rutenspitze. Hat sich hier auch eine ganze Weile gewehrt. Jetzt wahrscheinlich dem geschuldet, dass wir über 240 Meter Tiefe haben. Hat der Fisch fast aufgegeben. Vermuten mal auf einen großen Lump, aber das werden wir in ein paar Metern noch wissen.
Da kommt er. Da kommt ein großer Schatten hoch. Ah, wieder. Schönes Lumpkaliber. Petri, ey.